Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das kann mir doch niemand erzählen. Nee, kein Bock mehr so. Ja, tschüss jetzt. Moin und recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge LSPDFA. Heute sind wir mit dem schicken 2018 Charger aus dem LSPD Pack, was LAPD based ist. Steht halt nicht Los Angeles, sondern Los Santos. Und das sind aber sonst halt eigentlich LAPD Fahrzeuge. Wir haben schon den ersten Code 3 Einsatz, deswegen fahre ich da mal schnell an. So, einmal Platz machen, LAPD. Naja, was ist denn auf meiner Spur? So, und zwar versucht hier jemand einen Bankraub. Ich hole dann gleich schon mal Units dazu. Wenn es euch gefällt, like, Abo und die Glocke nicht vergessen. Like doch mal die anderen Videos und vor allem schaut sie. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gibt ihr schon ein paar. Habt ihr schon fast 40, glaube ich. So, was ist denn hier los? Oh Gott, Shots fired, Shots fired. Das war was. Assistance required in, Rockford Hill. Ja, perfekt. Was ist denn das jetzt schon wieder? Roger, Kate. Dann werde ich hier gleich mal den Verkehr anhalten. Einmal die Waffe nehmen, so. Nehmen Sie sofort die Hände hoch. Oh, hat richtig viel Rückschuss. Ich habe auch nicht viel Munition bekommen gerade. Oh, hat das viel Rückschuss. Warum stelle ich jetzt nicht im Weg? Ja, jetzt hat er mich wieder gesehen, das ist schlecht, das ist natürlich richtig schlecht. Boah, ey, die Schüsse, ey, wie laut die sind. Ja, nicht offensichtlich laufen, Kollegen. Vor allem nicht vor die anderen Kollegen, die hier gerade schießen. Das ist eine dumme Idee. Ja gut, gleich out of money. Schießen wir mal hier weiter mit dem SMG. Ja, aber das glaube ich wird nochmal eine Herausforderung. Ja, wir haben ihn down. Ist er wirklich down? Brauchen wir jetzt wahrscheinlich eine Ambulanz einmal. Ah, da kann ich die Waffe mal wegstecken, so. So, ihr SWAT-Lock könnt alle abrücken, ne? Schönen Tag noch. Fahrt ordentlich. Du fahr auch ordentlich. Wollte ich gar nicht. Entschuldigung, tut mir leid. Wieso kann ich die nicht hauen? Dankeschön fürs Helfen. Das war so ein Dankeschön-Schlag. Verstehst du? Genau, verstehst du. Oh mein Gott, Digga, was für Schrotz, Digga, mein armer Wagen. Guck dir den an, mein armer Wagen, der arme Charger. Er war doch noch so jung. Also ich glaube, die Medics kommen. Was war das schon wieder? Da. Nee, das wollte ich gar nicht. Da. Kommt her, Medics. Kommt her. Ihr habt doch sonst nichts anderes zu tun. Sitzt da schon jemand drin in der Karre? Nee, nicht in der. Das wollte ich jetzt nicht. Nee, sitzt halt wieder keiner in der Karre, ne? Ich kann aber auch nicht einsteigen. Ja gut, dann muss ich sie leider wegzaubern. Können jetzt fahren? So, hier liegen überall noch Officer. Oh shit! Es ist gerade. Gut, wir sind jetzt beim nächsten Clip. So, da haben wir schon den nächsten Einsatz und zwar scheint er jemanden zu entführen. Da fahre ich natürlich schnell an. Kollegen kann ich leider noch nicht rufen, sonst würde ich schon mal eine Einheit rufen. Ich gebe auch wirklich hier Stulle. Ich fahre hier mit 100 Meilen, also fast 200 km/h. Perfekt, jetzt meine Karre kaputt. So, ja, Gegenverkehr. Ja, nicht für mich. Zählt nur für andere. Besser außer, ja, zählt nicht für mich. An Taxi. Oh, gut, mit dem Charger hier drauf fahren ist jetzt wirklich keine gute Idee. Da vorne fahren sind aber zum Glück schon die Explorer. Das heißt, die werden ein bisschen besser hoffentlich kommen. Und da oben irgendwo ist scheinbar schon der Helikopter.
Ey. So, bleiben stehen. Hat das sowieso keinen Sinn. Ah shit. Hätte ich nicht zurückfahren sollen. Sofort der noch. Kollegen machen das. Ich male den grünen These. Das ist ja geil. Ja, Charger kann wieder nicht fahren. War wieder so klar. So. Wo ist das Auto? Gut, dann könnt ihr jetzt alle wieder fahren. Dann werde ich mich mal um sie kümmern. Kommen sie mal mit zum Auto. Dann muss ich nicht so weit laufen. Ja, 2 Meter sind viel. Dann drehen sie sich mal so, dass ich sie durchsuchen kann. Hast du jetzt einen Kopf oder was? Was soll mich das interessieren, ob dein Kopf rast? SNS-Pistol. Ich weiß halt Retalk nicht, was das ist. Aber dann werde ich sie mal abholen lassen, weil tatsächlich werde ich einfach hier in den First geparkt. Dann mache ich den gleich mit. Ey, der Charger geht so schnell quer. So, dann fahre ich da mal hinterher. Mein Auto ist natürlich aus wunderweise repariert. Das wäre nie was gewesen. Oh Gott. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das kann mir doch niemand erzählen. Nee, kein Bock mehr so. Ja, tschüss jetzt. Bis zum nächsten Clip. So, scheinbar habe ich hier schon den nächsten Einsatz. Und zwar ist hier ist nicht nur ein Officer, sondern mehrere am Verfolgen von einem Fahrzeug. Und perfekt, der fährt hier lang. Kann ich mich hier hinstellen. Ah, fährt wieder zurück. Nicht schlecht. Ich hole nochmal eine Unit dazu. Backup needed in Mirror Park. Ich glaube, alleine schaffen wir das nicht. Na, geklautes Polizei, oder? Hä? Was ist das denn? Hab ich ja noch nie gesehen, den. Das ist ja... Welches ist das? Der Clone Story macht einen U-Turn. Was ist der hier? Klauen die Addons? Das ist jetzt wirklich mal eine Frage. Klauen die Addons? Das habe ich ja noch nie erlebt. Gut, ich bin gerade auch nicht der beste Fahrer. Aber komm. In you. Das ist, obwohl, das liegt doch an den Autos, die haben nämlich so ein Handling. Ein Vanilla-Handling. Das ist halt nicht ganz so einfach damit zu fahren. Warum bleiben sie stehen da vorne? Hat doch eh keinen Sinn. Aber, ich habe keinen 2018er Replays. Das ist halt das Lustige, ne? Oh, Gott, ich bin gleich um. Da dreh ich gleich mit um. Hey Dispatch, the suspect is on point! We need backup, quick! Ja, Kollegen, ihr könnt wieder abdrücken und wir brauchen mal schnellstens eine Ambulance hier. Mirror Park. Und ich habe immer noch keine Ambulance. Hab mich jetzt aber auch niemand dran erinnert, also. Komm, fahr mal weg. Soll ich jetzt mein Auto wegfahren, damit du wegfahren kannst? Wow. Trotzdem können sie nicht besser fahren. Ja, guck mal, ob wir was für den Typen tun können. Und ich guck mal. Ich setz mich mal hier rein. Welcher ist das? Der Park Ranger. Park Ranger in der City gefahren. Okay. Wenn man das so möchte.
So much for lowering the murder. Mein Aufschlepper. Assistance required in Mirror Park. Was für den tun oder? Einfach nicht. Gut. Ich brauche mal eine Assistance required in Mirror Park. Extra Unit hier für. Ich dachte gerade, das wären meine Sirenen. Die hier jetzt an sind. Dann warte ich nochmal schnell, bis der Corona kommt. Da vorne kommt er auch schon. Was macht denn das Taxi da? Ist ein bisschen offen. Gut, der ist. Warte, so, ich bin ihm nie drauf gefahren, weil es gibt hier keine Beweise mehr, mein Auto ist ja nicht kaputt. Dann folge ich jetzt hier ein Taxi. Willst du jetzt anhalten oder nicht? Ich hole hier gleich mal eine weitere Unit dazu. Einfach falls sicherer ist. Da sind sie ja auch schon mit dem schicken Charger. 2014er. Ich hatte einen anderen drin, aber der hat rumgespackt, aber richtig. Das war richtig schlimm. Guten Tag, Kollege. Ich werde hier mal mit hingehen, ne? Einen wunderschönen guten Tag. Bitte einmal Ihre Dokumente. Das war viel zu schnell, ne? Also viel zu schnell. Dem, glaube ich, nehme ich mal seinen Führerschein ab. Also so wie er gefahren ist. Ich dachte zuerst, er flüchtet vor mir. Giovanni irgendwas. Wer ist er denn? Dungeon McCade. Taxi, das ist alles okay. Gut, der kriegt... Nein. Ich wollte nicht dem das geben. Da. Nee, das ist der falsche. Da. 18 Jahre und Taxifahrer. Das war ja mindestens 100. Na wo, 100? Ja, er hat auch 100 zu schnell. Ah ne, warte, wir sind in Amerika. Stopp. War das 26 schnell, dann war das. Reckless Driving war hier gerade eben irgendwo. Ne, warte, das ist hier. Careless Driving und Reckless Driving ist hier unten. Driving Warn Ray, der ist hier einfach rübergefahren. Und das hat er auch schlecht gemacht. Ja, das kann ich ihm nicht nachweisen. War eine Ampel? Nee, ne? Broken Engine? Ja, die ganze Karre, Alter. So. Gut, sonst passt das alles. Kriegt das einmal... 1800 Dollar, wer sind die hier? Kenn ich nicht. So, das Taxi ist so. Nein, kriegt er trotzdem sein Auto abgezogen, weil so kann der nicht fahren. Der kriegt sein Auto abgezogen. Das ist aber seine eigene Schuld. Ich gebe ihm einmal hier die Rechnung: 2480 Dollar. All. Verlassen Sie mal alles, das Fahrzeug. Ach, da hinten drin sitzt der Herr. So, kommen Sie mal zu mir. Oh Gott, ich hätte fast eine Waffe rausgebracht. Hätten Sie was dagegen, wenn ich die Taxi durchsuche? Nein, gut. Ich habe nämlich den Verdacht, dass Sie irgendwas dabei haben, ne? Shotgun, gut. Dann kommen Sie mal her. Kommen Sie mal mit an den Gehweg. Hauptsache, sie laufen nicht weg, weil darauf habe ich keinen Bock. Das nervt nämlich einfach nur. Dann drehen sie sich mal um. Ich werde sie ja immer durchsuchen. Genau, Hände hoch, das ist richtig. Das ist richtig. Wenn sie das so machen, das ist gut. Fentanyl. Gut. Mein Kollege wird sie jetzt werfen. Und ich werde mich mal schnell um den hier noch kümmern. Hätten sie was denn dagegen, wenn ich sie durchsuchen würde? Hold it! Oh, das war laut, das Gefangenen-Geräusch.
was dagegen, wenn ich sie durchsuche. Weil durch den Taxifahrer habe ich so einen kleinen Verdacht. Genau, das ist so richtig. Haben sie gut geguckt bei ihrem Kollegen. Gut, das ist nicht ihr Kollege, aber ihr Taxifahrer. Gut, hier scheint alles gut zu sein. Sie dürfen dann zu Fuß weitergehen. Next time you're going downtown. Und das Fahrzeug wird offiziell beschlagnahmt. Flatbed. Assistance required in sie kommen mal rum. Ich bringe sie mal selber zum Knast. Kommen sie mit. Heute darf jeder mal in mein Auto sitzen. Dann dürfen sie hierhin einsteigen. Hä? Warum ist jetzt geliebt? Kollege, du kannst dann abkippen. Na gut, das ist der Abschlepperfahrer, den will ich nicht blockieren. Der macht ja auch nur seine Arbeit. Warum hat der Sirene angemacht, der Kollege? Dann werde ich den Herrn hier mal zum Knast bringen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben auch schon den nächsten Einsatz, und zwar scheint hier jemand in der Metro Station, also in der U-Bahn, ein bisschen Stress zu machen. Deswegen werde ich mich mal schön hier hinstellen. Kollegen werde ich noch nicht rufen, weil ich denke mal, das wird einfach nur jemand sein, der besoffen ist oder so. Da werde ich mal runtergehen, natürlich nicht ganz langsam, weil wir wissen ja nicht, was da unten los ist. Kann ja sein, dass da auch wirklich richtig krass was abgeht. I shoot 9EX, 3%, 3% faster. Boah, krass, 3% schneller. So, werde ich mal schauen, was hier so abgeht. Scheinbar nichts, irgendwie nur... Hallo? Ja, schlagen können sie gleich verlassen. Können sie Notchats nochmal haben, wenn sie wollen. Was wird denn das, Alter? Ich verstehe das nicht. So, der nächste Schuss ist echt. Nein, ich versuche. Ne, jetzt komm. Und auf dem Boden, wir sind verhaftet. Hä? Attention, this is dispatch. Hä? No further units required. Ja toll, jetzt darf hier wieder Ambulanz an. Ambulance. Assistance required in. So, dann werde ich den versuchen mal wieder zu beleben. In seinem Blut. Perfekt. Also, das ist mal wieder richtig gut gelaufen. Was sagt ihr dazu? Ich hasse das. Ich hasse es, wenn das nicht funktioniert. Ich verstehe es halt einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Perfekt, CPS failed. Perfekt. Kann ich jetzt eigentlich schon die Corona-Units rufen? Vom Request zum Corona. Weil wenn ich das nicht schaffe, werden die Medics das auch nicht schaffen. Rockford Hills. Oh Gott, ich verstehe das immer nicht. Warum das so anstrengend sein muss. Was ist passiert? Warum ist da jemand überfahren worden? Was? Und die stellen sich auch wieder mitten in den Weg, ne? Ich weiß ja nicht, was deren Problem ist. So. Dann würde ich sagen, war es das hier mit der heutigen Folge LSBFR. Ist zwar ein bisschen kürzer als sonst, tut mir leid, aber ich habe gerade nicht so wirklich viel Zeit aufzunehmen und den Mods-Ordner LA zu machen. Hat auch noch mal ein bisschen Zeit genommen, deswegen, wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und die Glocke nicht vergessen. Schickt das Video euren Freunden. Road to 400. Wenn ihr mehr von LA sehen wollt, schreibt es unten rein in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.